wichtiger so vom Neuigkeitswert als von der Art, wie was gesagt wurde und was da halt so angebracht wurde. Was die Apple Pay-Geschichte in Deutschland angeht, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, aber das ist wohl jetzt hier so ein Video rumgegangen, wie jemand auf YouTube zeigt, wie er mit seinem amerikanischen iPhone 6 in einem deutschen Supermarkt mit Apple Pay bezahlt. Hat irgendwie der Supermarkt, die Supermarktkette gesehen und sofort NFC auch für diese deutschen NFC-Karten abgeschaltet, weil das könnte ja jemand damit bezahlen. Ja, also die haben ja irgendwie alle einen Schaden. Also ich weiß nicht, was da los ist. Aber wer kauft denn diese Systeme und weiß irgendwie nicht, was da los ist? Was passiert denn da? Also ich verstehe das wirklich nicht, was da los ist. In den USA ja auch. Ich meine, da funktioniert das. Was hat einer mit Apple Pay gezahlt? Komm, wir ziehen schnell hier NFC, schnell abschalten. Wissen die nicht, dass der NFC in ihrem Kassenautomaten ist? Wissen die nicht, dass der funkt? Ja, deswegen haben die doch diese ganzen neuen Dinger besorgt. Ich verstehe das einfach. Ich verstehe nicht, was da los ist. Da muss doch irgendwas echt grundsätzlich. Was so lustig ist, Tim Cook hat ja gesagt, Apple Pay läuft extrem gut in den USA an. Er hätte es nicht so gut, also so rapide irgendwie vermutet, weil das Weihnachtsgeschäft, das ist Apple Pay, ist ins Weihnachtsgeschäft gestartet und Retailer sind jetzt nicht bekannt, dass sie irgendwie mit den Kassenautomaten Unfug treiben vor dem Weihnachtsgeschäft. Ja. Und da war schon irgendwie so, die verstehen ihre Maschinen irgendwie nicht. Also, das war also das mit dem Supermarkt, dem deutschen Supermarkt, war ja auch eigentlich keine Neuigkeit, weil es war ja bekannt, dass du außerhalb den USA mit US-Kreditkarte Dings hinterlegt, das ist ja irgendwie alles kein Ding. Also daher, natürlich gehen das und es wird dann auch mit den Terminals gehen, die, wenn Apple Pay dann mal in Deutschland startet oder international überhaupt mal ausgerollt. Also solange nicht alle ihre Terminals deaktiviert. Panisch. Dieser Laden, der hatte bis vor ungefähr 2 Monaten so die etwas bulkier, so ein bisschen fette Plastik, weiße Plastik-Terminals an den Kassen hängen. Und da war die Auswahl entweder Karte oben rein, mit Magstripe und Chip, oder eins drücken für Japital. Yay. Ja. Und dann haben sie gewechselt auf die kleinen Geräte mit NFC und Japital und Karte unten rein mit für Chip, ja. Und dann hat das Display gesagt, Karte auflegen oder einstecken. Oder hier Taste Softbutton für Japital drücken. Und dann gehe ich da neulich rein und will die Kassiererin ein bisschen ärgern. Also hier kann ich damit zahlen und sagt sie, was ist das für eine Karte? Ich lege sie drauf, passiert natürlich nichts und dann, geht nicht. Japital hatte ich auch nicht dabei. Ist ein bisschen schade eigentlich. Ich melde mich ja echt für jeden Dreck an, ja, aber das war mir auch zu doof. Aber ich bin gespannt, wie das dann, wenn Apple Pay offiziell mit irgendwelchen deutschen Banken im Schlepptau dann startet, wie sich die Händler dann hier anstellen, ob dann noch mehr ihre NFC-Kassen wieder ausschalten, weil das könnte ja jemand damit bezahlen. Ja. Gut.